Ich habe letztes Mal über das XTP gesprochen und habe hier über Mechanisms versus Policy gesprochen. Und warum das XTP sich das zu Recht auf die Fahnen schreiben darf, Mechanisms versus Policy, also Mechanismen bereitstellen und nicht die Art der Benutzung vorschreiben. Zumindest weniger vorschreiben natürlich als andere Protokolle. Das möchte ich heute mit Ihnen besprechen. Wir hatten ja das letzte Mal über den Verbindungsaufbau gesprochen. Und hier in dem ersten Paket können ja auch Daten drin sein. Ich hatte hier noch kurz über das Selective Acknowledgement gesprochen, so wie es im XTP ist und so ähnlich ist es natürlich auch im Option Field vom TCP. Heute möchte ich zu diesem Thema Mechanisms versus Policy ein wenig über Verbindungsparadigmen, unterschiedliche Verbindungsparadigmen sprechen, die man mit dem XTP bei richtiger Benutzung oder versucht zu sagen, geschickter Benutzung, aber bei entsprechender Benutzung ist wahrscheinlich der passendere Ausdruck, bekommen kann. Und als erstes schauen wir uns das Verbindungsorientierte auf, das naja, so ein bisschen so ist wie das TCP. Also, der Host A, der schickt sein First-Paket und da steht Key A dran und Key und Route A und die Adresse, wo es hingehen soll und einen Request, einen Status Request, also eine Bestätigung. Und der andere, der antwortet mit so einem Kontrollpaket und da steckt natürlich unter anderem auch das Key A' drin, also das Key A mit dem höchsten Bit gesetzt und das Route AT da auf der anderen Seite und der Exchange Key und dieser Exchange Route. So, das kommt jetzt hier bei dem hier an. Und der schickt jetzt mal, wie beim TCP, in diesem Paket Daten mit. Also ein Data-Paket, Key B, das haben wir jetzt bekommen, Route BT auf dieser Seite, auf der Seite von dem A. Und diese Route BT', das hat er natürlich bekommen von seiner lokalen XTP-Vermittlung. Und da stehen Daten drin und der möchte auch einen Status Request wissen. Und der antwortet hier jetzt mit einem Kontrollpaket. Und der schickt jetzt hier mal ein Datenpaket. Und der hier antwortet wieder, hier steht ein Status Request drin, also antwortet der mit einem Kontrollpaket, indem er die entsprechenden Bestätigungen da mitschickt, was er denn erwartet als nächstes. Und wenn es dem gefällt, dann müssen diese Daten auch nicht nochmal übertragen werden. Und jetzt schauen wir uns nur noch den Verbindungsabbau an und den haben wir hier. Also wir stecken das B' da rein, das haben wir hier oben bekommen und die Route wie üblich, Writer Close, Reader Close und beides heißt jetzt, Writer Close bedeutet, ich schicke nichts mehr. Reader Close bedeutet, egal was du schickst, ich lese auch nichts mehr. Warte ich noch ein bisschen, bis das alles da sich wieder beruhigt hat. Reader Close, ich nehme auch nichts mehr in Empfang und Status Request wieder, ich möchte dafür auch bitte noch eine Bestätigung haben. Und der schickt dann ein Kontrollpaket über, mit dem Key, mit der Route, Writer Close, Reader Close und End. Also jetzt ist die Verbindung endgültig beendet hier unten an dieser Stelle. Und dass er das bekommen hat, ich meine, wenn er hier noch einen Status Request reinsteckt, dann könnte der das vielleicht nochmal beantworten. Aber wenn hier das End gesetzt worden ist, dann heißt das auch, dass jetzt in die Verbindung sowieso weg ist, dass der hier den Kontext gestrichen hat. Es ist also eigentlich gar nicht mehr sinnvoll, das dann auch reinzustecken. Wenn das Paket hier verloren gegangen ist, dann wird der hier das ja nochmal schicken, weil er da einen Status Request drin steht.
Dieses hier, Writer Close und Reader Close, das bezieht sich auch genau hier auf diese Dinger hier, Reader und Writer. Reader Close heißt, die Applikation, das Programm hier, nimmt nichts mehr aus der Queue entgegen, und Writer Close heißt, es wird nichts mehr in die Queue reingesteckt. Dieser Ablauf, der ist jetzt, naja, nicht ganz so wie beim TCP, aber schon relativ ähnlich. Und jetzt schauen wir uns noch drei andere Paradigmen an, die es beim TCP nicht hat. Das hier, das kennen wir schon, das Datagramm. Hier im First-Paket, Key, Route, Address, gleich die Daten drin, End of Message und Ende. Das sind solche Bits im Header wieder, also Flags. Und das geht von Host A durch das Netzwerk zum Host B und das war es dann auch schon. So UDP-artig. Die Keys, na, die sind schon noch nützlich, wenn die da drin stehen. Zusätzlich zur Adresse, damit man verschiedene Verbindungen, Datagramme auseinanderhalten kann. Und auch hier, ne, wenn man hier die Keys richtig setzt, dann kann man mehrere Verbindungen zu dem anderen aufbauen und wir geraten nicht aus Versehen in eine Verbindung von jemandem vorher rein. Und durch dieses Key B', was von hier kommt, nach dem Key Exchange, da wird natürlich auch sichergestellt, dass wir nicht aus Versehen in irgendeine, in Anführungszeichen, eine andere Verbindung oder eine ältere Verbindung hineingeraten. Wenn diese Keys von den beiden Endgeräten, davon kann man ja ausgehen, richtig verwaltet werden. So, also das Datagramm haben wir auch und jetzt möchte ich noch zwei andere Sachen anschauen. Das ist die Transaktion und das zuverlässige Datagramm. Ich fange vielleicht noch mit dem zuverlässigen Datagramm im Unterschied zum normalen Datagramm an. Das normale Datagramm, das wird nicht bestätigt. Beim zuverlässigen Datagramm schicken wir also wieder unser Paket, so wie hier oben, sagen Writer Close, Reader Close, nicht End, sondern Writer Close, Reader Close und Delivery Request. Und jetzt schickt uns der andere ein Paket, ein Kontrollpaket, und das ist die Bestätigung, da sind natürlich dann die Sequenznummer entsprechend gesetzt, Writer Close, Reader Close und End. Also ein Datagramm wie hier oben übertragen, aber wir warten noch, bevor wir den Kontext hier schließen, es ist eben noch nicht End gesagt, wir warten noch, bis die Bestätigung davon kommt, und wenn keine kommt, können wir es nochmal schicken. Hier oben haben wir noch die Transaktion. Bei einer Transaktion, da wollen wir der hier, der will eigentlich nur eine Anfrage schicken. Das kann irgendeine SQL-Abfrage sein, ne, klassische Datenbank, oder es kann ein GET-Request sein. Und in einem GET-Request drin, wenn wir uns jetzt das HTTP anschauen, da steht eben dieser eine GET drin, bei der klassischen HTTP-Transaktion. Bei dem klassischen HTTP-Request steht nur eine einzige drin. Wir stecken also wieder das Übliche rein, hier vielleicht eine URL oder eine SQL-Abfrage und dann End of Message und Writer Close. Das Writer Close, das bedeutet, es kommt nicht mehr, aber wir können noch eine Nachricht, eine Antwort in Empfang nehmen. Und die kommen wir hier auch, ne, mit dem Data Key A', das müssen wir hier wieder in den passenden Key reinstecken und so weiter. Daten, End of Message, Writer Close, Reader Close und End. Wenn wir uns überlegen, wir könnten das vielleicht auch, das ist natürlich hier ungesichert, ne? Wir könnten das auch gesichert probieren, dann müssten wir hier noch einen Status Request reinschreiben und dann würden wir das dann hier wiederholen können, wenn das hier nicht ankommt.
ohne dass die Verbindung dann, der macht die Verbindung trotzdem noch zu. Aber immerhin, wir haben diese Transaktionssemantik und wir müssen vor allem nicht, so wie hier, auf den Verbindungsabbau warten und Kontexte herumliegen lassen. Kontexte herumliegen lassen ist dann problemlos. Wir gucken Sie mal hier. Da haben wir diesen Stapel Kontrollblöcke und Kontexte. Der Stapel in einem normalen Endgerät, so wie wir das betreiben, einen Laptop, einen Arbeitsplatzrechner oder hier so ein Pad, ja, da hat der Stapel vielleicht insgesamt 20, 30 Elemente, Kontexte, okay. Aber wenn wir ein Server sind und gerade solche Transaktionssachen bearbeiten, dann kommen wir eben auf Stapel von 10.000, 20.000 Stück. Das Problem bei diesen Stapeln, oder vielleicht noch mehr, das Problem bei diesen Stapeln ist gar nicht so sehr, dass sie Speicher brauchen. Das ist, geschenkt heutzutage. Ne? Aber was das eigentliche Problem ist, sind diese Keys, die dann zugeordnet werden müssen. Gehen wir mal hier hin. Ah, da steckt also dann Key B drin. Und jetzt muss man irgendwie in der Liste da vorangehen. Das kann man vielleicht mit den Keys richtig organisieren, wenn Sie über den TCP nachdenken, dass wir da IP-Adressen haben und Socket-Nummern haben. Um den richtigen Kontext zu finden, müssen wir heutzutage mit 8, 12 Bytes in der Tabelle suchen. Und wenn wir 10.000 Stück oder noch mehr haben, dann macht das durchaus Arbeit, mit den 12.000, mit den 12 durch diese Tabelle mit den 10.000 Einträgen zu gehen. Also das braucht schlicht Performance. Und deshalb ist es auch gut, wenn diese Kontexte schnell wieder entsorgt werden, weil man dann nicht durch so eine lange Liste durch muss. Und weil wir beim Server Zeit sparen, Instruktionen sparen für das Abarbeiten von diesen Listen. Da kann man sich natürlich schon irgendwelche Tricks überlegen und über diese 12 Byte IP-Adressen und Socket-Nummern irgendwie herrschen, um das Richtige zu finden. Das geht schon, aber dann haben wir eben eine Liste, eine Hash-Tabelle mit 10.000 Einträgen, um die wir uns immer noch kümmern müssen. Also gut, das XTP, das verspricht durchaus effizienter zu sein. Nur war es halt in der Art, wie das vertrieben wurde, in der Anforderung an diese Netzwerkinfrastruktur, dass im Netzwerk auch noch Router ausgetauscht werden müssen, eben so XTP-Vermittlungen installiert werden müssen, so anspruchsvoll. Und deshalb, man hat daran gelernt, man hat Konzepte studiert, man hat auch Prototypen implementiert und von denen hat man sicher auch gelernt. Aber die Konkurrenz zum TCP hat es eben doch, zum TCP und zum IP hat es eben doch verloren. An dieser Stelle möchte ich noch anfügen, das wollen wir jetzt hier nicht mehr ausführlich diskutieren, dass es nach einer Durststrecke von doch vielen Jahren jetzt wieder richtig publik und auch finanziert durch Forschungsmittel und mit Aufmerksamkeit in der Gemeinde unterstützt, mit signifikanter Aufmerksamkeit in der Gemeinde unterstützt, wieder Projekte gibt, sich doch nochmal um diese Transportprotokolle zu kümmern, also nicht nur ewig weiter am TCP herumzuflicken. Und wenn Sie es interessiert, da gibt es zum Beispiel eins, das heißt Mini Mal T
Sie, so, dieses Protokoll versucht auch besonders ja, die Verbindungsaufbauzeiten massiv zu reduzieren, indem es Tunnel aufbaut. Also Tunnel von langlebige Tunnel von Arbeitsplatzrechner zu Server, in dem dann der Tunnel, der kann sogar migrieren von einer IP-Adresse zu einer anderen, wenn das Endgerät mobil ist und sich bewegt. Also langlebige Tunnel aufbaut, über die viele Verbindungen gemultiplext werden, natürlich zwischen zwei Endgeräten. Und das Interessante daran ist, dass es auch verschlüsselt ist und dass dafür gesorgt wird, dass der Austausch, der Schlüsselaustausch am Anfang besonders schnell ist, langlebig ist und dass die Keys auch trotzdem öfters mal verändert werden, damit die Angriffe nicht so einfach sind. Also während dieser Existenz von so einem Tunnel, das auch durchaus mal ja auch durchaus Tage und Wochen leben kann, wird dafür gesorgt, dass man öfters mal ein Rekeying betreibt, sodass man wieder sicherer ist. Also diese Integration von Sicherheit mit dem Transportprotokoll, das ist im Augenblick was aktiv beforscht wird. Zurzeit ist es ja so, dass über dem TCP noch sowas wie das ja, SSL oder das TLS betrieben wird, um Sicherheit zu produzieren und eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Das TCP selber ist dann nicht verschlüsselt, aber oben drüber wird dann ein verschlüsselter Datenstrom hier reingesteckt. Im Sinne des Schichtenmodells ist das schön, aber im Sinne von Angreifbarkeit, von Spoofing und all solchen Sachen wäre ein integrierter Ansatz, wenn die beide hier zusammen sind und auch Protokollfelder noch geschützt sind durch Verschlüsselung, wäre es natürlich sicherer, diese Schichten in eine zu integrieren. Ich werde hier in dieser Vorlesung Rechnernetze an dieser Stelle nicht intensiv über Verschlüsselung und Security sprechen. Ich habe gar kein Kapitel dazu. Das werden wir vielleicht mal in einer zukünftigen Vorlesung oder einem Seminar betreiben. Da denke ich noch ein bisschen drüber nach, wie wir das machen. Vielleicht passt es auch mehr ins Masterstudium. Man braucht ja auch ein bisschen noch mathematische Kenntnisse dazu, also diskrete Mathematik dazu. Worüber ich aber hier in dieser Vorlesung jetzt sprechen möchte, ist eine allgemeine Diskussion, wie es eigentlich mit den Protokollen ist, diesen ausgefeilten Protokollarchitekturen, ob man sowas überhaupt noch haben mag. Hier steht oben drüber ein provokanter Kapiteltitel, der Untergang der Protokolle heißt das ja eigentlich. Sie sind noch nicht untergegangen, Sie sehen ja auch bei diesem Minimal Transport, dass da immer noch an Protokollen gearbeitet wird. Aber wenn man sich das anschaut bei diesen Dingen hier, dann findet tatsächlich was anderes statt als bei den klassischen Protokollen, TCP und so weiter. Ich möchte jetzt hier ein wenig über Protokolle sprechen und die Implikationen, die wir so dadurch erben für das, was wir machen wollen, für die Dienste, die wir bereitstellen wollen. Als erstes Mal muss ich nochmal zu dem Schichtenmodell zurückkehren. Ich habe ja schon beim ISO-OSI-Schichtenmodell gemeint, naja, die vielen Schichten, die da übereinander getürmt sind, mit der Übergabe der Parameter und so weiter, was ist vielleicht gar nicht so schön, wie man sich das früher gedacht hat. Wobei man auch sagen muss, früher war Kommunikation zwischen Computern als Ausnahme begriffen worden.
als Sonderfall, um den man sich auch kümmern muss. Heutzutage ist die Kommunikation die Regel geworden und nicht kommunizierende Programme die wundersame Ausnahme. Insofern ist ja vielleicht auch unsere Perspektive auf die Kommunikation eine andere geworden und dadurch ändern sich auch Anforderungen und darüber möchte ich eben gerade hier sprechen. Also Schichten bremsen eigentlich den Datenfluss. Gucken wir uns das mal an hier. Das hier sei das RAM von einem Computer, der kommunizieren möchte. Hier haben wir vielleicht noch einen Ethernet-Chip oder einen ATM-Chip. Hier steht noch ATM drin in der Zeichnung. Kann ich auch was dran machen. Hier haben wir also die tatsächliche Hardware, den Physical Layer, und der hat auch ein bisschen Speicher. Klar braucht er, Pakete kommen asynchron an, die muss er irgendwo hinlegen. Und wenn Pakete hier abgeschickt werden müssen, dann müssen die auch irgendwo liegen, bevor der hier das Paket, den Rahmen abschicken kann. Denn die Leitung ist ja vielleicht nicht frei, er schickt ja vielleicht gerade was. Also wir brauchen zur asynchronen Abkopplung hier RAM, Speicher, zur Entkopplung. Unsere Applikation, die präpariert jetzt also hier ihre Daten in ihrem persönlichen Speicher. Dieser persönliche Speicher ist in einem Arbeitsplatzrechner sinnvollerweise getrennt von den anderen persönlichen Speichern, deshalb hat man Virtual Memory. Unter anderem deshalb, falls hier irgendeiner von denen abstürzt, möchte man nicht, dass alle anderen Programme auch abstürzen. So wie es früher war. Früher im Sinne von vor 20, 30 Jahren. Und ich meine, das heutzutage ist das eigentlich überhaupt kein Ding mehr, dass wenn ein Programm abstürzt, dann lebt der Computer fast immer prima weiter und es ist nur ganz, 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 ganz selten, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, dass der Computer, dass das Betriebssystem auch abstürzt, wenn irgendein Programm abstürzt. Also zumindest mein persönliches Empfinden. Dazu haben wir diese getrennten Adressräume. Getrennte Adressräume bereiten aber auch Kosten. Wenn wir hier so ein Protokoll sind, die Daten, die die Applikation hier in ihrem Speicher abgelegt hat, nicht einfach nehmen können. Sondern man muss sich darum kümmern, dass die Daten von hier nach hier kommen. Und wer macht das? Das macht das Betriebssystem für uns. Wir sagen also dem Betriebssystem, ich möchte jetzt in dem anderen Prozess, zu dem, in dem es dieses Protokoll betrieben wird, das ist entweder im Kern oder nochmal extra. Wenn man die reine Lehre betrachtet, ist es natürlich besser, wenn das ein Extra-Prozess ist. Möchten also, dass das jetzt hier eine Funktion in dem Protokoll aufgerufen wird und die Daten bekommt. Und was dann passiert ist, da gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Die Daten von hier werden vom Betriebssystem hierhin kopiert. Das ist die einfachste Variante, aber die kostet natürlich Cycles. Wie das dann das Betriebssystem selber macht, sagen wir mal, wir müssen wirklich zumindest Wort für Wort anfassen, wenn schon nicht bald für bald und darüber schaffen. Andere Techniken sind, dass man hier ein Stück Speicher nimmt und dem hier einblendet und so weiter. Aber das Einblenden, das bedeutet dann natürlich, dass wir an der MMU herum konfigurieren müssen. Dass wir der MMU also sagen, dieses Stück, diese Adressen, dieser Adressbereich, diese Seite wird jetzt auf die Page von dem hier abgebildet. Das kriegt man schon hin, aber man muss da was an der MMU machen. So, jetzt hat also das Protokoll diese Daten, wird aufgerufen, arbeitet mehrmals dran, ist fertig und beschließt, jetzt muss es weitergegeben werden an den Treiber hier und dazu gehört wieder ein Prozesswechsel und das Herumkopieren von den Daten oder das Mappen. Also das, was der hier dann, entweder hat er hier in place gearbeitet, dann muss die Seite von dem hier, die jetzt der hatte, weitergegeben werden an den.
Dazu gehört übrigens auch, dass der dann hier vielleicht in seiner Seite nicht mehr herumfummelt, sondern dass der jetzt hier die Seite hat erst und dass der dann die Seite bekommt und nicht der hier noch arbeitet dran, denn der hier die hat. Oder wir müssen irgendwas wie Logs oder sowas Ähnliches drüber setzen. Also da kommt einfach Arbeit auf uns zu, da muss man ein bisschen aufpassen, dass da nichts Böses passieren kann und so weiter. Am Ende kommt dann also hier der Ethernet-Treiber oder der ATM-Treiber dahin, dass er die Daten hier nochmal nimmt und hier in dieses RAM hineinschreibt. Auf dem Rückweg geht es natürlich auch wieder hier durch drei durch drei Adressräume. Nicht Speicher, sondern durch drei Adressräume durch. Mit mehr oder weniger Kopien. Wir können jetzt sagen, das kann man ja also sauber im Schichtenmodell implementiert, mit unterschiedlichen Prozessen, die auch nicht auf System-Level laufen, würde das also bedeuten, wir haben eine Applikation, die ruft dann einen System-Dienst, zum Beispiel den Socket-Layer, auf, der das zum Protokoll weiterschiebt. Das Protokoll sucht einen benutzten System-Dienst, der hier die einzelnen Datenstückchen zusammensucht, also den Header und den Trailer und noch die eigentlichen Daten, die transportiert werden sollen. Und gibt es dann hier zum Beispiel denen hier hin, die machen dann Segmentation oder einen Ethernet-Treiber und hierhin wieder zurück. Und die da beteiligt sind, mehrere Systemdienste und natürlich das System muss immer wieder selber aufgerufen werden und der Scheduler muss da was tun. Die Liste hier, die ist schon ganz schön lang geworden und Prozesswechsel, Kosten, mindestens Mikrosekunden. Oder auch Hunderte, Tausende von Zyklen. Und wenn ich eben darüber gesprochen habe, dass wir da Memory ummappen müssen, dann müssen wir was an der MMU tun. Dann ist der Translation Lookaside Buffer nicht aktuell. Caches haben natürlich auch Probleme und so weiter. Haben wir ja schon über Prozesswechsellatenz haben wir ja zwischendurch immer wieder ein bisschen was besprochen. Also, Cache ist ungültig, ne? Da steht es nochmal. An den Adressräumen, die Adressräume müssen erstens sowieso umgeschaltet werden und dann muss vielleicht noch gemappt werden. Datenkopien, wir könnten auch irgendwelche Shared Memory Bereiche haben, die wir aufsetzen, in denen das Protokoll und der Treiber und unsere Applikation kommunizieren, aber da muss ich auch gleich wieder aber sagen, dann müssen wir natürlich sowas wie Logs und Semaphore haben, damit wir nicht gleichzeitig in dem Shared Memory an irgendwelchen Bytes herumfummeln und durcheinander produzieren. Datenkopien macht es einfacher, aber die kosten dann eben richtig Zeit, ne? Und pro Paket dann eben viele Zyklen und es geht ja von Memory nach Memory und das ist dann teilweise auch nicht gecached und schon wissen wir, dass wir da Zeit verbrauchen. Oh, das hier sind die Stichpunkte dazu. Wenn wir das von der Applikation zum Beispiel hier in einen Kompressor schreiben, in ein Protokoll schreiben, dann vielleicht noch dazwischen und dann erst in den Treiber, das dauert eben. Und deshalb haben die Leute über etwas nachgedacht oder angefangen, was man Integrated Layer Processing nennt. Das verletzt natürlich genau die reine Lehre des Schichtenmodells. Integrated Layer Processing bedeutet, dass Sie mindestens die Protokolle, die Sie haben, und die Treiber alle in einem Prozess laufen lassen, schön nebeneinander, die kennen sich gut. Dann kann man aber auch nicht einfach dem IP mal ein anderes Netzwerk unterschieben oder über dem Ethernet ein anderes Protokoll veranstalten, wenn das alles so schön integriert ist. Also der Traum vom ISO-OSI-Schichtenmodell, wir wechseln da irgendeine Schicht aus, stecken was anderes rein, der funktioniert dann nicht mehr. Der Vorteil ist selbstverständlich, der Protokollstack wird schlanker, wir müssen nicht mehr so viele Daten
einpacken, verpacken, zu Parametern machen, Parameter wieder dekodieren und so weiter, sondern wir können einfach nur Prozeduren aufrufen. Wir müssen keine Versorgungsblöcke für System Calls machen und so weiter. Und vor allen Dingen keine Kontextwechsel. Wir könnten vielleicht Threads nehmen, um das noch ein bisschen zu abstrahieren. Zu den Threads gehört ja gerade eben, dass wir keine Prozesswechsel haben. Also wir hätten dann mindestens einen Kommunikationsprozess, in dem mehrere Threads existieren können. Oder wir haben es vielleicht gleich im System Memory. Aber wenn wir es im System Memory haben, das ist natürlich eigentlich ganz schlecht, denn damit kommt der Angreifer ja bei einem Buffer Overrun ganz bequem an Root-Rechte ran. Also das ist vielleicht auch wieder hässlich. Nur ein Adressraum bedeutet, wir brauchen keine Kontextwechsel, wir müssen nicht zu viel kopieren und wir müssen keine Funktionen duplizieren. Also das ist schon ein Vorteil von diesem Integrated Layer Processing. Aber der Nachteil, wie gesagt, dieses ursprüngliche auswechselbare Schichtenmodell, also Schichtenmodell, bei dem man schön Komponenten auswechseln kann, mit sauber definierten Schnittstellen, das ist dann weg. Ich habe noch was Zweites, worüber ich bezüglich an dieser Stelle sprechen möchte. Bezüglich Protokolle und Schichten. Und das ist der Semantikverlust der Daten. Semantikverlust, damit meine ich, wenn wir uns ein Paket anschauen hier, da haben wir den Header, da haben wir Daten, da haben wir hinten noch eine Prüfsumme. Und überall können uns irgendwelche Fehlerchen, Bitfehler und so weiter, passieren bei der Übertragung. Jetzt gibt es aber da Daten, die wichtiger sind und welche, die vielleicht nicht so wichtig sind. Das habe ich versucht hier mit dieser blauen Kurve zu symbolisieren. Wir glauben, dass Teile vom Header ganz wichtig für uns sind. Manche sind vielleicht auch nicht so wichtig. Da könnten wir vielleicht sogar mit einem Bitfehler leben. Und hier bei den Daten, da gibt es sicher auch irgendwelche Header, die uns besonders wichtig sind. Und dann gibt es vielleicht auch Teile, die uns nicht so wichtig sind, wo uns ein umgeklapptes Bit hier gar nicht stören würde. Wenn wir da komprimiertes Video drin haben, dann können wir vielleicht schon mal, wenn wir den richtigen Code benutzen, also den richtigen Entropie-Codierer benutzen, so mit so eine Art Huffman-Code, bei dem die Symbole so gestaltet sind, dass man die sowohl von vorne als auch von hinten dekodieren kann. Wenn man also dann weiterspringt ans Ende und dann rückwärts vorgeht, dass man dann bis zu dem, von vorne und von hinten bis zu dem Teil kommt, der korrumpiert ist. Diese Reversible Variable Length Codes. Dann könnten wir hier vielleicht durchaus ein paar kaputte Bits akzeptieren. Hier müssten wir vielleicht wieder zumindest erfahren, dass es hier einen Bitfehler gegeben hat. Hier wieder nicht und hier gibt es vielleicht wieder was Wichtiges. Und das hier, der CNC, ist vielleicht uns auch wieder wichtig. Das ist am Paketende. Also die Dienstegüte, die gebraucht wird, die ist gar nicht dieselbe über so ein gesamtes Paket, sondern die kann sich durchaus unterscheiden von Anführungszeichen von Bit zu Bit. Diese das Resultat ist eigentlich, dass wir sowas brauchen wie eine Zusammenarbeit zwischen dem Quellcodierer, der also Ahnung hat über die Daten, dem Protokoll und dem Kanalcodierer. Das haben wir schon mal gesehen in der technischen Informatik, habe ich das erzählt. Das habe ich erzählt beim GSM-Audio. Sie erinnern sich vielleicht. Wer erinnert sich? Da gab es diesen Faltungskodierer mit der Rate 1,5, der aber nicht auf alle Bits vom Audio angewendet wurde, sondern nur auf die Bits, bei denen es ein Unglück gibt, wenn sie kaputt gehen. Unglück im Sinne von, es kracht furchtbar aus dem Lautsprecher oder der Lautsprecher geht vielleicht sogar kaputt oder ihr Ohr geht kaputt. Ist ja
beides hässlich. Und das war da so gelöst, dass wir wussten, dass die ersten 50 Bit, die sind ganz besonders wichtig, und wenn die nicht richtig übertragen werden, dann wollen wir das ganze Audio nicht. Und dann kamen doch mal, glaube ich, ich weiß nicht, waren es 70 Bit oder so ähnlich, die sind uns auch noch wichtig, die sollen bitte geschützt werden, sodass die Fehlerwahrscheinlichkeit niedriger ist, und dann kommen noch mal so 50 Bit. Wenn die beschädigt sind, na, dann haben wir eben Pech gehabt. Es ist nicht so schlimm. Diese drei Klassen, das war dann eingeteilt in Most Significant Bits und Least Significant Bits und so weiter, die werden also mit unterschiedlicher Fehlerkorrektur betragen. Und das ist genau sowas hier. Man weiß eben, was besonders gut gesichert werden muss. Sowas hier, das kann man aber eben gerade, diese Semantik der, wie wichtig die Bits sind, die Dienstegüte für die Bits, das kann man eben aber eigentlich nur bereitstellen, wenn man zwischen dem Quellcodierer und dem Protokoll und dem Kanalcodierer eng zusammenarbeitet. Integrated Layer Processing. Hier wird es sogar noch weiter getrieben, denn hier steckt ja eigentlich die Applikation dahinter. Ne? In unserem Falle hier ist der Quellcodierer die Applikation. Also wenn die Applikation, das Protokoll und der Kanalcodierer gut zusammenarbeiten, dann kann man so eine Funktion haben und dann kann man sich um die richtige Fehlerkorrektur kümmern. Dazu muss aber eben, ja, dazu kann man aber eben genau diesen Semantikverlust in diesem Schichtenmodell nicht brauchen. Jedenfalls könnte man versuchen, solche Wichtigkeitstabellen hier wieder durchzureichen, an denen zu arbeiten, die so im Stapel zu generieren, was natürlich aber den Stapel-Overhead noch größer macht. Es gibt ein ganz berühmtes Paper, das heißt Application Layer Framing. ALF. Das ist, glaube ich, von Clark und Tennenhaus aus den 90er Jahren, wahrscheinlich schon fast 20 Jahre alt oder so ähnlich. Und die haben gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht dieses Protokollzeug dazwischen. Wir betragen allenfalls IP-Pakete, besser noch nur Ethernet-Frames. Und den Rest dazwischen, was jetzt zwischen Applikation ist und dem Ethernet, da kümmern wir uns selber drum. Wir wissen nämlich, welche Anforderungen es gibt, welche Dienstegüte wir brauchen und was das Netzwerk damit macht. Wenn wir das alles zusammen sozusagen in der Applikation haben, also gar nicht mehr oben so ein Integrated Layer Processing, sondern nur noch Network, also ja, sagen wir mal Network und da oben drüber Applikation. Wobei das hier, ja, Schicht 2/3 sein soll. Wenn wir das haben, dann können wir selber vernünftig Dienstegüte verhandeln. Wir können mit der anderen Applikation auf der anderen Seite reden, was denn zur Verfügung gestellt wird. Wir können die Fehlerkontrolle flexibel gestalten und richtig reagieren. Am besten möchten wir sogar noch hier unten auf Schicht 2 so viel Kontrolle haben, dass wir vom Kanaldekodierer so eine Zuverlässigkeitsinformation bekommen, wie das das Viterbi machen würde, für jedes Bit. Und uns dann entscheiden können, ob wir das Paket akzeptieren, den Rahmen akzeptieren oder nicht. Im GSM wird das ja genau an dieser Stelle hier, Zusammenarbeit Quellcodierer, Protokoll und Kanalcodierer mit dem Soft-Output Viterbi gemacht. Da sieht man, wo ist denn der Bitfehler am wahrscheinlichsten. Also unsere Prüfsumme stimmt nicht. Welches Bit ist denn wahrscheinlich falsch? Wenn wir für jedes Bit eine Wahrscheinlichkeitsinformation kriegen, dann kann man dann sich überlegen, ob man das mal umklappt und mal schaut, ob der CRC dann plötzlich stimmt.
Den Ansatz kann man durchaus mal versuchen. Flexible Fehlerkontrolle. Und was weiteres möchte ich noch hier kurz erwähnen. Soweit sind wir sicher noch nicht in unseren Kommunikationsnetzwerken, aber zumindest im Anführungszeichen Draht oder sagen wir mal lieber faserbasierten, fasergebundenen Netzwerk, kommen wir da meiner Meinung nach hin. Vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber perspektivisch schaffen wir das schon. Und das sind superschnelle End-to-End-Verbindungen mit dem Optical Switching und Wavelength Division Multiplex. Tatsächlich ist es nämlich so, dass auf einer Glasfaserleitung ganz viele Verbindungen möglich sind. Und Verbindung steht jetzt hier für Wellenlängen. Und wir haben ja in den vorangegangenen Vorlesungen schon über solche Wellenlängen gesprochen, über Wellenlängen-Router in Anführungszeichen oder Wellenlängen-Vermittlung, Optical Cross-Connects. Das war das mit den kleinen Spiegelchen und das ankommende Licht mit irgendwelchen Prismen zerlegen oder filtern und dann die einzelnen Wellenlängen weiter vermitteln. Je präziser die Laser werden, und das werden sie gerade, immer weiter, desto schmäler können wir unsere Bänder machen und dann können wir eben auf einer Glasfaser tausende von Bändern übertragen. Tausende von Glasfaserverbindungen gleichzeitig unterstützen. Das ist vielleicht für unsere E-Mails und für irgendwelche Chatterei nicht so relevant und interessant. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ob vielleicht auch. Aber auf jeden Fall für sowas wie das Video gucken. Ja, denn da haben wir ja doch über eine Stunde hinweg oder zwei Stunden hinweg konstanten Traffic Punkt zu Punkt. Und eigentlich ist es eine dumme Idee, wenn sich die Router bei jedem von diesen Videopaketen wieder den Header und die IP-Nummer anschauen müssen und schauen müssen, auf welche Ports rausgeht und so weiter. Also in Anführungszeichen physikbasierte Vermittlung ist schon attraktiv, wenn wir ganz viele End-to-End-Verbindungen unterstützen wollen. Und es gibt noch mehr Dienste, bei denen das ist. Herr Google fällt einem da ein. Ne? Ich meine, jeder von uns benutzt täglich hunderte von Malen Google. Explizit, weil wir irgendeine Suchanfrage eintippen. Implizit, weil irgendwie auf einer Webseite, auf der wir kommen, dass Google Maps eingebunden ist oder weil das Android-Betriebssystem bei allem, was wir eintippen und bei allem, was wir sagen, mal nachschaut, ob es nicht ein paar Suchtreffer zu dem gibt. Oh, ich erinnere ans Nexus 5. Also könnte ich mir auch da vorstellen, dass natürlich bis zum nächsten Center von so einem Dienst, bei eBay ist das ja auch so ähnlich. Ne? Sie gucken mehr, manche Leute gucken, verbringen da eine Stunde oder zwei pro Tag auf eBay und dann haben sie noch irgendwelche Bitwatcher oder sonst was laufen, Sniping-Tools, die das beobachten. Also von vielen Arbeitsplatzrechnern aus gibt es schon sozusagen langlebige End-to-End-Beziehungen zu Servern im Internet. Und da wäre es eben schon interessant, wenn wir da solche fasergebundenen, glasfasergebundenen End-to-End-Verbindungen hätten. Und dann bräuchten wir viel von dem, worüber wir hier gesprochen haben, eigentlich gar nicht mehr. Es wird man natürlich einwenden, ja, aber mobil, da hat es ja keine Glasfaser. Aber wir wissen alle, mobil, das habe ich auch schon hier in der Vorlesung häufig genug gesagt, und in anderen Vorgängervorlesungen. Mobil bedeutet nur, dass die letzten paar Meter drahtlos sind. Und der erfolgreiche Mobildienst guckt, dass er so schnell wie möglich ins drahtgebundene Netzwerk kommt. Und auch da gilt wieder, die Verbindung von diesen Access Points zu irgendwelchen Vermittlungen, die unsere IP-Pakete brauchen, das ist auch wieder sowas hier. Und es stellt sich auch die Frage, wie der Verkehr da am besten transportiert wird, geroutet wird
Und vielleicht ist es eben sogar doch sinnvoll, wenn auch mobile Endgeräte eben nur auf Schicht 2 mit Access Points kommunizieren und wenn es von da aus dann optisch weitergeht und zwar optisch geswitcht. Und wenn wir diese Datagrammdienste zwischendrin mittelfristig, langfristig eben doch wieder loswerden. Dass wir sie jetzt für die nächsten paar Jahre haben, das ist wohl auch klar. Und abschließend möchte ich noch auf dieses Baukastenprinzip zurückkommen. Ich hatte das auch schon mal so ein Bild hier aufgelegt. Ne? Es gibt mehrere Abstraktionsebenen. Da gibt es, die haben wir auch beim ISO-OSI-Schichtenmodell und bei anderen haben wir über die Abstraktionsebenen geredet. Und diese Abstraktionsebenen kann man aber eben auch benutzen, um zu so einem klassenbasierten Modell zu kommen. Da gibt es bestimmte Protokollfunktionen, zum Beispiel Fehlerbehandlung, Flusskontrolle, Lastkontrolle, Traffic Shaping, Nummerierung und all diese Dinge. Die müssen wir nicht sozusagen paketfeldbasiert betrachten. Das machen wir nämlich im Augenblick bei unseren Protokollen. Sondern vielleicht wäre es einfach besser, wenn wir das als bei dem Minimal T, da gibt es übrigens auch keine solchen Protokollfunktionen mehr, sondern da wird das auf Remote Procedure Calls abgebildet. Und das könnten wir auch eben an Messages an Klassen abbilden, wenn man Remote Procedure Calls hat, von da aus zu so einem Messages Selektoren basierten Ansatz mit Klassen ist es gar nicht mehr weit. Eigentlich dasselbe sieht man ja auch an dem RMI vom Java. Also wir könnten uns gut vorstellen, dass wir hier solche Klassen haben und wenn wir ein Protokoll brauchen, dann instanziieren wir eben verschiedene von in jeder Klasse einen, der das leistet, Vorwärtsfehlerkorrektur oder wiederholende Fehlerkorrektur, also a posteriori, Flusskontrolle mit Krediten oder vielleicht fällt uns auch noch was anderes ein dazu, dann können wir das einfach einbinden. Hier mehrere Physical Layers, die Prüfsummen verschieden, wie Ordnung erstellt wird, ob es überhaupt nicht gemacht wird und wie paketisiert wird, segmentiert wird und solche Dinge. Das könnten wir alles als einzelne Funktionen Klassen hier besorgen. Die Applikation, die irgendwas Standardmäßiges bedienen will, die einfach, gibt mir irgendwas wie ein TCP und gut, die benutzt was hier. Und die Applikation, die es besser machen will, die benutzt hier durch so einen Komponentenmanager, so einen Klassenmanager, die hier unten. Und dann kommen wir zu konfigurierbaren Diensten, die gerade so sind, wie wir es gern hätten. Aber konfigurierbare Dienste, die gerade so sind, wie wir es denn hätten, mit den entsprechenden Objekten dahinter, das würde dann schon bei uns in der Applikation im User Space stattfinden, also Application Layer Framing. Das war meine kurze Abschlussbemerkung zum Thema Protokolle. Und im Rest der Vorlesung, also im Rest des Semesters, möchte ich mich dann um Dienste kümmern, also Anwendungsdienste und vorher noch um Steuerungsdienste. Und bei den Steuerungsdiensten, da möchte ich mit dem ISDN / unserem Mobilfunknetzwerk anfangen. Die Verbindungskontrolle. Und worüber ich jetzt hier spreche, diese ISDN-Signalisierung Q931, das gibt es auch bei unserem Telefondienst, also beim klassischen ISDN-Telefondienst und das gibt es auch beim Telefondienst über das GSM. Wir werden des Weiteren aber auch noch andere Steuerungsdienste für Voice over IP und so weiter dann auch noch betrachten. Aber das erst hinter diesem Kapitel hier. Das Q931, das ist von der
von der ITU eingeordnet auf der Schicht 3, der Netzwerkschicht. Das sollte aber nicht verwechselt werden mit sowas wie dem IP, das also Pakete durchs Netzwerk durchvermittelt, sondern hier handelt es sich auch explizit, nicht nur implizit, um Dienste, die wirklich Verbindungen produzieren. Beim IP, da gibt es ja die Verbindung nicht so explizit, sondern naja, sie entsteht irgendwie durch transiente Kontexte. Hier gibt es absichtlich geschaffene, explizit gemanagte Kontexte. Und über deren Aufbau und Abbau, da möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Und anfangen, ja, ich habe eben gesagt, also protokollfeldbasierte Betrachtungsweise, das machen wir jetzt hier auch, weil das Protokoll schon so designt ist, so entwickelt ist. Also als hier sei ein Stück Q931 zu sehen. Unten drunter übrigens, diese Pakete, die werden mit HDLC transportiert. Nein, das heißt nicht wirklich HDLC, das heißt LAPD. Also ein modifiziertes HDLC. Aber wenn man sich das anschaut, dass das LAPD, das Q921, das ist überall das HDLC. HDLC mit leichten Modifikationen, sagen wir mal. Aber der intellektuelle Kern ist zu 95%, sagen wir mal, HDLC. So wie wir es besprochen hatten. Damit Sie es auch ein bisschen einsortieren können, den Rest. Also, Paket geht los. Das ist das. Die Information im iFrame drin. Information Frame. Also es geht los mit so einem Protokoll Discriminator. Da steht drin, welche Protokollversion. Und diese Protokollversion, das ist nicht so, dass es da nur eine gibt, sondern da gibt es oder zwei. Da gibt es viele, die irgendwelche Telefonvermittlungen herstellen. Die haben gerne auch mal ihr eigenes. Hier in der Uni, da läuft so eine Siemens HiCom Vermittlung noch. Und die haben ein eigenes Format, das von Siemens mal gemacht worden ist. Das ist an diesem Q931 angelehnt, aber es ist, wenn Sie so wollen, ein Dialekt davon. Da gibt es irgendwelche amerikanischen Versionen auch noch, mit denen ich mal zu tun hatte. Da gibt es diese 1TR6, da gibt es etwas, das heißt Euro-ISDN. Alles Dialekte davon und hier vorne steht, welcher Dialekt das denn ist. Und danach kommt ein Identifier, Connection. ID, hier Call Reference oder Connection Reference genannt. Das beginnt mit einem Längenfeld. So eine Call Reference, die kann bei Ihrem Telefon zu Hause, da gibt es nicht so viele Calls gleichzeitig, beim ISDN-Anschluss oder bei meinem ISDN-Anschluss zu Hause, da gibt es nicht so viele Calls gleichzeitig, vielleicht 2, 3, 4, 5 Stück maximal, 2 Telefonanrufe und vielleicht noch irgendwelche Datenverbindungen im D-Kanal, aber zunächst mal 2 Stück, vielleicht noch eine gehaltene oder sowas bei einer Rückfragesituation. Also ein paar. Und da würden dann insgesamt 2 Byte, also das eine Byte für die Länge und dann noch 7 Bit benutzbar für die Call Reference ausreichen. Das Bit hier vorne, das kennzeichnet die Richtung von der Vermittlung zum Endgerät oder umgekehrt. Das ist so ein höchstes Bit-Gesetzt-Mechanismus, wie wir ihn auch schon kennengelernt hatten beim XTP letzte Stunde. Der eine generiert es. Eine Zahl zwischen 1 und 126. Und wenn der andere darauf antwortet und sich auf diesen Call bezieht, dann addiert er 128 dazu, setzt das vorderste Bit. Wenn wir eigentlich eine Nebensteueranlage sind mit Hunderten von Teilnehmern und viele oder Tausende von Teilnehmern und 20, 30 oder vielleicht 100 Verbindungen
zum Telefonienetzwerk gleichzeitig unterstützen wollen oder die Vermittlung untereinander vielleicht, dann müssten wir hier ein längeres Feld nehmen, vielleicht 3 oder 4 Byte lang. Danach kommt der Nachrichtentyp und hier steckt jetzt schon ganz ungetarnt die Semantik drin. Da steht drin, ich bin eine Nachricht zum Verbindungsaufbau. Ich bin eine Nachricht, die ich in der Verbindungsaufbauanfrage bestätige. Das Call Send später mal. Das hier heißt, ich bin die Nachricht, die sagt, dass es am anderen Ende das Telefon klingelt. Ich bin die Nachricht, die sagt, dass wir verbunden sind, dass die Verbindung abgebaut wird, dass die Verbindung abgebaut ist. Also, sowas steht hier in diesem Feld drin. Jetzt wäre eigentlich schon eine ganze Menge erledigt. Und für manche würde sogar das schon reichen. Ja, wenn wir uns den Call Send anschauen, da würde es ja vielleicht schon reichen, wenn hier nach Schluss ist. Ne? Zu der Call Reference, zu der Connection Reference sagen wir, ja, die Vermittlung hat sich überlegt, die weiß jetzt, wie der Pfad durchs Netzwerk ist und hat den Verbindungsaufbau mal abgeschickt. Weitergereicht. Dann wäre schon hier fertig. Das Alert könnte auch schon sein, dass es nicht mehr braucht. Aber für Setup fällt uns unmittelbar was ein, dass es noch hier hinten irgendwelche Informationen braucht. Parameter. Wer weiß, was beim Setup nützlicherweise drinstehen würde? Vorschläge? Nö, oder? Nichts mehr? Können Sie sich einfach nichts vorstellen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir beim Setup, beim Verbindungsaufbau die Rufnummer von dem reinstecken wollen, den wir anrufen möchten. Das hilft der Vermittlung wahrscheinlich weiter. Und wenn wir es nicht mitschicken, dann würde die Vermittlung zu Recht sagen, was willst du da eigentlich, mit wem willst du telefonieren? Also gut, wir brauchen noch hier hinten etwas, das heißt Information Elements, Informationselemente. Da wäre übrigens der Hinweis gewesen, ne? Call Number, mit dem man meine Frage vielleicht hätte beantworten können. Da gibt es einen Spezialfall von so einem Informationselement, das ist nur ein einziges Byte lang. Da ist das vorderste Bit gesetzt und da steht hier hinten noch drin, was es für ein Informationsfeldtyp ist. Bei dem einen, dass das nur ein Byte lang ist, könnte das zum Beispiel eine Codesatzumschaltung sein. Nicht so wichtig. Interessanter für uns sind die Felder, die ein bisschen größere Länge haben. Und zwar sind das 7-Bit-Felder und vorne dran ist eine Markierung, wann jetzt zu Ende ist. Also hier steht Informationstyp dran, dann heißt es 0, es geht noch ein bisschen weiter, 0, es geht noch ein bisschen weiter, 0, es geht noch ein bisschen weiter, 1, ich bin das Letzte. Hier steht trotzdem noch bei manchen ein Längenfeld drin. Ja, das ist so ein bisschen vom X420 abgeschaut, diese Codierung, und über die werden wir später nochmal ein bisschen sprechen. Also, hier zum Beispiel steht, wir haben den Informationstyp X. Das ist insgesamt hier 4 Byte lang und hier hinten kommen noch die beiden Inhaltsbytes. Bei der Telefonnummer, wenn die kommt, würde das Längenfeld hier vielleicht ein bisschen länger sein, 10 Zeichen oder so, und dann kommen eben hier noch Wahlziffern, durchaus als ASCII kodiert. Wir werden uns das gleich angucken. Was da noch drin stehen könnte, also die Nummer, die wir anrufen, wenn wir in Verbindung zu uns hinkommt, die Nummer von dem, der anruft, haben Sie sich schon mal gefragt, wie im Display die Nummer erscheint, der Sie da gerade anruft? So. Also wenn der Setup ankommt von der Vermittlung zu uns, dann steht da Calling Number drin. Manchmal gibt es das Informationsfeld Calls. Da steht drin, warum es nicht geklappt hat. Warum die Verbindung abgebaut wird, weil der andere aufgelegt hat, könnte da drin stehen, oder weil das Netzwerk schlapp gemacht hat.
Bearer Capabilities, da steht drin, was wir für einen, welche Sorte von Leitung wir haben möchten. Also ein B-Kanal für Telefonie, ein B-Kanal für Modemsignale oder einfach nur Clear Data, 64 Kilobit, und keinen geht es was an, was wir da drin treiben. Das wird in diesem Informationselement spezifiziert und das wird in einem anderen Zusammenhang auch nochmal wichtiger werden. Oder Service Indicators, das muss ich auch ein bisschen später nochmal diskutieren. Und von diesen Informationselementen können in so einem Paket mehrere drinstecken. Im normalen Setup zum Beispiel steht die Call Number drin, die Calling Number, von der aus wir anrufen. An einem ISDN-Anschluss kann man ja mehrere von solchen Telefonnummern haben, MSNs. Ne? Und hier steht dann zum Beispiel, wenn wir abgehend telefonieren, drin, wen wir anrufen. Oder wenn wir angerufen werden, kann da drin stehen, welches von unseren MSNs denn da angerufen wird, damit nur das richtige Telefon von unseren Fünfen klingelt. Oder in der Nebenstellanlage steht dann eben drin, welche Durchwahlnummer angerufen wird. Also die beiden, die braucht es schon irgendwie beim Verbindungsaufbau. Und die Bearer Capability, die wird es auch brauchen. Also so ein Setup-Paket, das ist vielleicht das dickste, da stehen mindestens 3 Stück drin. Und das können wir uns hier an einem Beispiel mal anschauen. Das ist jetzt schon ein bisschen vereinfacht, dieses Beispiel für den Verbindungsaufbau. Da steht hier vorne drin der Protocol Discriminator für leitungsvermittelt nach Q931 ITU. Dann steht hier drin die Connection Reference, ist also ein Byte lang, und hier ist also 16 plus 2 plus 1, die Connection Reference 19. Und tatsächlich ist es so, dass wenn Sie ein Telefon sind und wollen eine Verbindung aufbauen, dann denken Sie sich für diese Verbindung, für diese Connection, eine Reference aus. Und wenn die Vermittlung Sie anruft, dann macht sie dasselbe. Sie senkt sich eine Nummer aus, aber weil die beiden nicht gegenseitig ihre Tabellen managen wollen, ist es so, dass das vorderste Bit hier bei den Antworten gesetzt werden muss vom jeweiligen Partner. Also wenn ich jetzt für diese 19 ein Setup schicke und die Vermittlung möchte das mir bestätigen, dann kommt zurück ein Q931-Paket und da steht als Call Reference 19 plus 128 drin. Ich meine, das ist eine ganz vernünftige Technik, solche IDs zu managen, ne? Zwischen Server und Client oder zwischen Originator und Answering Instanz. Dann steht, ja, es ist ein Call Setup, wir wollen eine Verbindung aufbauen, da steht dann eben hier 5 drin. Und jetzt steht hier, das hier ist so ein Informationselement und der hier hat jetzt die Nummer, sind das 112? Ein Setup. Entschuldigung, eine Zieladresse. Die Zieladresse ist 12 Byte lang. Jetzt kommt hier der Nummerierungsplan, der Nummernplan, auf welchen Nummernplan sich das bezieht. Und da vorne steht also dran, das ist eine nationale, eine nationale ISDN-Nummer. National bedeutet, dass also die Ländervorwahl nicht dabei ist. Und jetzt geht's los. Hier vorne steht die 0, ne? ASCII, Code für 0, ne? Hex 3.0, jetzt kommt Hex 3.8, also ASCII-Code für den Buchstaben 8. Und dann geht es so weiter, hier viele Ziffern und am Ende einen Einser. Als ASCII-Buchstaben aufgeschrieben. Im Standard steht natürlich nicht ASCII drin, sondern da steht das internationale Alphabet Nummer 5.
muss ja schließlich ein internationaler Standard sein. Deshalb hat man das ASCII geschwind mal zu so einem internationalen Standard gemacht. Nicht ohne leichte Modifikationen, selbstverständlich. Hier kann ich gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen zu diesem Beispiel. Worüber wir jetzt noch ein bisschen reden, sind die verschiedenen Prozeduren, die es da gibt. Prozeduren zum Verbindungsauf- und Abbau, das nennt sich Basic Calling, zum verbindungsbezogenen Leistungsmerkmalen, verbindungslose Leistungsmerkmale, also hier zum Beispiel sowas wie permanente Rufumleitung, weil ich in Urlaub fahre und meinem Telefon sage, es soll jetzt automatisch auf mein Handy weitergeleitet werden oder zur Sekretärin weitergeleitet werden. Solche Dinge sind verbindungslose Leistungsmerkmale, verbindungsbezogene Leistungsmerkmale, zum Beispiel Konferenzschaltungen aufbauen und sowas. Das sind hier so drei Gruppen von Prozeduren, die es jetzt gibt. Der Verbindungsaufbau ist eine Prozedur, der Verbindungsabbau ist eine Prozedur. An manchen Stellen vom Standard steht da auch drin, es handelt sich hier um Remote Procedure Calls. Und ich meine, das passt auch zu dem hier. Ne? Remote Procedure Call bezieht sich auf diesen Kontext. Welche Prozedur wird aufgerufen? Und das hier sind Parameter. Schon haben wir diese RPC-Semantik. Das funktioniert im Kommando, sagen wir mal, Procedure Call und Resultat zurückgeliefert, Response auf dieser Schicht 3. Die Leute sagen, es ist Schicht 3, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass durch diese Prozeduren, die es hier gibt, die höheren Schichten auch bestimmt werden. Und wenn man so eine Telefonie-Applikation dafür schreibt, für dieses Protokoll hier, dann steckt da eben die Art des Verbindungsaufbaus und Abbaus und so weiter auch noch drin. Das geht hoch bis zum User Interface. Ne? Wenn Sie telefonieren wollen, dann muss Ihnen der Benutzer irgendwie sagen, ich will jetzt telefonieren, indem er auf eine Taste tippt oder irgendein Shell-Kommando eintippt. Und dann müssen hinten dran Rufnummern stehen und was für eine Sorte Verbindung werden soll und so weiter. Das kann man entweder selber ergänzen oder auch beim Benutzer abfragen. Aber das, was wir hier sehen an Parametern, beziehungsweise hier, ne, das muss da schon, das muss auch abgefragt werden an der Benutzungsschnittstelle oder in irgendwelchen Voreinstellungen. Also für den Basic Calling Bereich dieser Prozeduren, da gibt es den Verbindungsaufbau, da gibt es die Prozedur zum Verbindungsabbau und da gehören natürlich irgendwelche Pakete dazu, die da ausgetauscht werden müssen. Dann gibt es eine Status-Abfrage-Prozedur, Informationsübertragungsprozedur, Prozeduren und während dem Verbindungsaufbau oder in Folge von dem Verbindungsaufbau den Fortschritt des Verbindungsaufbaus zu signalisieren. Und die Pakete, die dazugehören, habe ich hier ein paar hingeschrieben. Das Facility-Paket, das ist eine Message, die auch wieder zu einer Call-Reference gehört, natürlich, weil es ja verbindungsbezogen ist. Und da steht dann drin, was für ein Leistungsmerkmal wir denn gerne hätten. Zum Beispiel sowas wie Hold, Verbindung halten und mit jemand anders telefonieren. Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Oder eine Konferenz aufbauen. Oder diese Rückfragesituation. Verbindungslose Leistungsmerkmale, da wird dann dieses Facility Register, Facility Status und Facility Indication Pakete gehören da, oder Messages gehören da dazu. Und da sagen wir zum Beispiel, wir hätten gerne eine permanente Rufumleitung.
Und das geht auf so einer besonderen Connection Management Reference. Das ist einfach eine andere Nummer, die implizit festgelegt ist, die man nicht fürs normale Telefonieren benutzen darf. Und dann teilen kann man jetzt Vermittlung auf diese Weise mitteilen. Ich möchte jetzt bitte gerne Facility Registers die Message, und da muss in den Informationselementen drin stehen, Rufumleitung bald besetzt, da und dahin. Jetzt gibt es noch eine kleine Unterscheidung, das möchte ich dann später noch diskutieren, für funktionale Leistungsmerkmale und stimulusbasierte Signalisierung. Aber da will ich dann später drüber reden, das will ich nicht hier fertig besprechen. Später im Sinne von, naja, vielleicht am Ende der heutigen Stunde oder am Mittwoch. Die funktionale Signalisierung, ich habe schon gesagt, sowas wie Remote Procedure Calls. Bei den Facility-Paketen ist es so, dass wir darum bitten, das Leistungsmerkmal ausführen zu lassen. Ich hätte hier vielleicht auch Leistungsmerkmal X bitte ausführen hinschreiben können, weil wir immer höflich mit der Vermittlung umgehen wollen. Und die schreibt uns dann zurück, dass sie es ausgeführt hat oder auch nicht ausgeführt hat. Und ich habe hier ein paar Beispiele für Protokolle nochmal hingeschrieben, bei denen dieser Verbindungsaufbau zumindest großteils funktional ist. Wobei es da auch hier für den da und für den da leichte Ausnahmen gibt. Aber das Einfachste, die einfachste Prozedur, die wollen wir jetzt mal besprechen, das ist der Verbindungsabbau durch das Netz. Ich habe jetzt hier, anders als bei meinen anderen Zeichnungen, da hatte ich immer den Server rechts und das Endgerät links, den Client. Hier habe ich mal die Vermittlung links und das Endgerät rechts. Wir haben also eine Verbindung mit der Connection Reference 19 und die hat das Netzwerk aufgebaut. Dann schickt es uns hier einen Disconnect, da würde dann 19 drin stehen und hier das Cause Information Element ist dann noch drin und da würde dann zum Beispiel drin stehen Normal Termination oder sowas. Normal Termination heißt, dass der andere auf der anderen Seite aufgelegt hat. Was ich hier nicht eingezeichnet habe, ist hier die Connection Reference, die bräuchte eigentlich noch diesen Apostroph. Denn jetzt antworten wir hier mit 19 plus 128. Das Endgerät sagt, ich habe den Disconnect bekommen auf diese Weise, ich gebe diese Connection Reference frei, die Verbindung, die dazugehört, REL für Release. Und dann bestätigt das die Vermittlung nochmal, Release ACK, für diese Connection Reference. Und jetzt können wir unseren Kontext hier wegwerfen. Also dieser Three-Way Handshake, das ist eigentlich das Übliche. Wenn das hier verloren geht, kommt das Release nicht, der schickt das Disconnect nochmal. Wenn das hier verloren geht, natürlich auch. Wenn das hier verloren geht, schickt er hier den Release nochmal. Und bei den Protokollmaschinen bedeutet das auch das Entsprechende. Das Dumme ist bloß, wenn der hier seinen Kontext weggeworfen hat, das hier ist verloren gegangen, dann haben wir eine Fehlersituation. Allerdings ist es so, dass das Lab D unten drunter auch als zuverlässig angesehen wird. Also was heißt angesehen wird, das ist natürlich, weil es ein HDRC ist, zuverlässig. Allerdings können natürlich katastrophale Probleme beim Puffermanagement und sowas zwischen denen auch noch passieren. Also im Prinzip ist es unten drunter zuverlässig, aber es gibt natürlich hier durchaus, wie Sie sehen, hier noch Bestätigungsmechanismen. Und der sollte den Kontext auch wirklich erst wegwerfen, wenn er den Release-Akt bekommen hat. Am einfachsten ist der Verbindungsabbau. Das mittlere Beispiel ist der Verbindungsaufbau durchs Endgerät. Das Endgerät schickt
ein Setup, hat sich eine Connection Reference ausgedacht und steckt eine Telefonnummer rein, die sie gerne anrufen möchte, zu der wir eine Verbindung haben wollen. Das Punkt, Punkt, Punkt hier, das bedeutet natürlich auch, dass da noch andere Parameter drinstecken, wohl zum Beispiel die Nummer, die anruft und die Bearer Capabilities. Dann bekomme ich als Antwort von der Vermittlung, ja, also da könnte ein Setup abkommen, aber in diesem Fall kommt gleich ein Call Send mit einer Connection Reference. Das ist jetzt auch wieder diese hier plus 128 und da steckt drin, auf welchem B-Kanal von den 2 oder von den 30 bei einem Primary Rate Anschluss wir jetzt kommunizieren werden. Und das ist insofern interessant, dass das gleich hier kommt, weil dann das Endgerät schon mal das, was da im B-Kanal kommt, auf den Lautsprecher schalten kann. Die Vermittlung wird nämlich schon ein Signal generieren. Jetzt ist der Ruf pflanzt sich durchs Netzwerk weiter. Das ist in ISDN in der Regel nicht mal eine Sekunde lang. Millisekundenbereich, 50, 100 Millisekunden. Und dann kommt es auf der anderen Seite an, beim Telefon, beim Endgerät auf der anderen Seite. Und selbst wenn niemand hingeht, klingelt es da erstmal. Und dann schickt die Vermittlung, wenn der Ruf also auf der anderen Seite zugestellt ist und das Telefon auf der anderen Seite sagt, es klingelt, ich klingel jetzt mal, nicht es klingelt, sondern ich klingel jetzt mal, dann kriegt der hier das Alerting geschickt. Und da braucht nicht mehr drin zu stehen als die Connection Reference. Und in Band, in diesem B-Kanal, hören wir es dann auch ringen und dann wieder ein bisschen nix und dann wieder ringen. So gut telefonieren können Sie ja wahrscheinlich alle. Wenn jetzt hier der auf der anderen Seite beschließt, er nimmt das Telefon ab, also den Hörer ab, er nimmt den Anruf entgegen oder drückt auf irgendeine Taste am Telefon oder nimmt es aus der Ladeschale, dann merkt es, dann kriegt es die Vermittlung mit und unsere Vermittlung schickt uns dann ein Connected. Da steht die Connection Reference drin und die Connected Number von dem Telefon, mit dem wir jetzt verbunden sind. Das muss nicht unbedingt die Called Number sein. Es kann ja auch sein, dass wir weitervermittelt, weitergereicht worden sind durch irgendeine Rufumleitung. Also hier sollten wir dann sehen, mit wem wir verbunden sind. Und jetzt können wir end-to-end in diesem B-Kanal hier sprechen. Hier wird ein Kontext angelegt, bevor der Setup geschickt wird. Jetzt wird der Kontext hier angelegt. Die Nachrichten beziehen sich alle auf diesen Kontext und hier wird abgebaut. Der Informationstransfer, der findet in einem anderen Mechanismus statt. Die Datenbytes, die werden jetzt nicht hiermit ausgetauscht, das ist ja nur ein Verbindungssteuerungsprotokoll, nur ein Steuerungsdienst und kein Datentransferdienst. Wir werden dann auch noch sehen, dass in dieser Verbindungsaufbauphase, in der Verbindungsmanagementphase, wahrscheinlich noch andere Geräte eingebunden sind, als die tatsächlich den Dienst Informationstransfer zur Verfügung stellen. Und das wird dann auch nochmal interessant, wenn wir über Voice-over-IP reden. Und jetzt habe ich noch ein komplexeres Beispiel, und zwar der Verbindungsaufbau vom Netz. Bei einem ISDN-Anschluss, bei dem normalen ISDN-Anschluss, den man bei sich zu Hause hat, da stecken ja an einem Anschluss durchaus mehrere Endgeräte dran. Da könnte das eine Telefon sein, ein Komforttelefon mit Display und Riesentastatur und alles, so ein Teil, was ich in meinem Büro habe. Oder es ist ein relativ einfaches Telefon, nur mit ein paar Tasten und ohne Display. Es könnte eine Faxmaschine sein oder die Zeichnung ist schon ein paar Jahre alt, die habe ich mir vor vielen Jahren gemacht. Etwas, das früher mal interessant war, das ist eine Teletextmaschine.
eine historische Reminiszenz. Sie legen ihre Stirn in viele Falten. So eine Fernschreibmaschine. Wer weiß noch, was eine Schreibmaschine ist? Wer weiß, dass eine Speicherschreibmaschine ist? Sowas wie ein Textautomat. Wir tippen unseren Brief ein. In dieser Maschine drin wird der Brief. Dann drucken wir mal aus, dann sehen wir Fehler, dann kann man da noch was korrigieren. Mit diesem tollen einzeiligen Display hier, oder vielleicht steckt ja auch ein kleiner Monitor da dran. Können wir noch ein bisschen was korrigieren, unsere Tippfehler rausmachen. Und dann können wir das über die Telefonleitung abschicken. Teletext. Das ist so zwischen Fernschreiber und E-Mail. Machen wir es mal so. Eine historische Reminiszenz. Aber was ich hiermit klar machen will, und deshalb habe ich dieses andere Gerät auch drin, die Vermittlung, die schickt uns ein Setup-Paket. Und das Setup, das geht an eine Gruppenadresse, an einen Broadcast auf diesem Bus. Deshalb habe ich hier FF hingeschrieben. Und dieses FF, das bezieht sich auf die Broadcast-Adresse auf der Schicht 2. Beim Lab D. Hier, jenseits dieser NT, Network Termination, wird das also auf dem S0-Bus, ne? Name sagt schon was, Bus, an alle von diesen Endgeräten hingeschickt. Jeder kriegt also den Setup. Der kriegt ein Setup, der kriegt ein Setup, der kriegt ein Setup. Und jedes Gerät schaut sich drin an, die Bearer Capabilities, was da als Dienst dann kommt. Und wenn da kommt, das soll ein Telefonat werden, dann sagt die Tele, dann ignoriert das diese Teletextmaschine. Die schickt nichts zurück. Wenn das Telefon hier sieht, es soll Telefonat geben, dann schickt es ein Paket zurück auf diesen Bus hier. Ich lasse es mal klingeln und ich bin das Gerät mit der Nummer 67. Und der hier sagt, ich lasse es mal klingeln und ich bin das Gerät mit der Nummer 66. Diese beiden Alerting-Pakete kommen beide zur Vermittlung, nacheinander. Und jetzt, es klingelt an zwei Telefonen, geht das große Fußgerappel los. Die ganze Familie läuft zum nächstgelegenen Telefon, einer gewinnt, hebt ab, das Gerät sagt, ich bin der 66, bei mir hat einer abgehoben, connect. Das kommt zur Vermittlung, hier. Der bestätigt das mit Connect AC, diesem Telefon mit der Nummer 66. Das ist jetzt auch die Schicht 2 Adresse 66. Und der hier, bei dem keiner rangeht oder bei dem wir zu spät kommen, der kriegt den Release. Der 67 kriegt den Release. Jetzt existiert die Verbindung zwischen dem und dem, der auf der anderen Seite ist. Annahme des Rufes durch den und Rücknahme des Angebotes von der Vermittlung des Angebotes an den hier. Eigentlich sind diese Prozeduren relativ einfach und wenn man den Teil, den ich bisher diskutiert habe, wenn man da das Schicht-3-Protokoll schreibt, naja, man braucht natürlich ein bisschen Infrastruktur und man muss auch noch solche Sachen wie Informationselemente kodieren und dekodieren und diese Telefonnummer dann da als String rausfischen und draufreichen an die Anwendung und so weiter und so weiter, dann kommen vielleicht 7, 8, 10 Seiten Code zusammen. Seiten im Sinne von auf Papier ausgedruckt. Ist also nicht so überwältigend schwierig und man hat es eigentlich nachdem, wenn man den Standard mal verstanden hat, dann ist das ein, zwei Wochen Programmierarbeit. Wenn man sich um solche Features kümmern will, Rückruf bei besetzt oder sowas, dann muss man ein bisschen mehr arbeiten. Da muss man nämlich noch weitere Prozeduren einbauen.
Und das möchte ich hier an diesem Beispiel klar machen. Hier haben wir Terminal Equipment A, Vermittlungsstelle B, Terminal Equipment B. Der will den anrufen. Also tippt er hier mal eine Rufnummer ein und sagt anrufen, haut auf die grüne Taste, die Taste mit dem grünen Telefonhörer. Der hier schickt ein Setup an diese Vermittlung. Im Netzwerk tut sich was, der Setup wird weitergeschickt, bis er bei der Vermittlungsstelle B ankommt. Der hier hat aber schon eine Verbindung zu dem hier. Wir definieren es jetzt einmal als besetzt. Und wir haben nicht irgend so etwas, dass es in den Telefonanruf reinklingelt, anklopfen oder sowas. Dann signalisiert diese Vermittlungsstelle dem hier zurück, busy, und der hier sagt es dem Endgerät, Connection Reference, Disconnect, busy, cause busy. Ne? Jetzt ist die Connection Reference ist aber noch nicht weg. Hier in diesem Fall, ja, der hier kriegt Disconnect, das Endgerät weiß aber, die Verbindung existiert noch. Wir sagen zwar Release, aber wir sagen auch noch, ich möchte bitte das Feature Callback haben. Jetzt weiß die Vermittlung, die Connection Reference muss jetzt noch weiterleben. Und der will einen Rückruf. Der Rückruf wird dem hier mitgeteilt. Aber der telefoniert natürlich immer noch. Jetzt nach einer Minute, zwei Minuten, zehn Minuten, zwei Stunden, hängt der hier endlich auf. Das Disconnect geht hier rüber und die übliche Verhandlung. Jetzt sagt diese Vermittlungsstelle, der hier, der Teilnehmer ist frei. Und was jetzt passiert, ist der überraschende Teil an der Geschichte. Der sagt hier nicht dem hier, der Teilnehmer ist frei, sondern der schickt dem gleichen Setup. Mein Telefon klingelt also und ich wundere mich, wer da anruft. Ich gehe hin, abnehmen und wieso klingelt es denn an der anderen Seite? Das sollte doch, wenn ich mein Telefonhörer abnehme, dann gehe ich davon aus, dass mir jetzt da jemand anders seinen guten Tag oder sein Hallo, hier ist der Herr Müller rein sagt. Aber nein, es klingelt an der anderen Seite. Das ist ein gewisser Überraschungseffekt. Wir sagen also connected. Der Setup geht weiter, der Setup geht weiter. Der hier nimmt an, connected, connected, connected. Und dann muss ich dem hier verklickern, gestern habe ich mal einen Rückruf gesetzt. Übrigens, der Rückruf kommt nur zustande, wenn ich hier den Telefonhörer abnehme und deshalb wird das auch so gemacht. Damit da nicht ein Rückruf entsteht und ich bin gar nicht mehr da an meinem Telefon. Und eigentlich handelt es sich schon gar nicht um einen richtigen Rückruf, denn schließlich ruft der ja nicht zurück, sondern wir bauen hier eine neue Verbindung auf. Und natürlich zahlen wir auch für diese Verbindung. Es ist nämlich eigentlich ein erneuter Anruf bei frei. Ja, damit lassen wir das mal für heute. Beim nächsten Mal kann ich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Rückruf bei besetzt, ne? Wenn hier besetzt war. Jetzt ist es frei, jetzt kommt der Rückruf zustande, der erneute Anruf zustande. So, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Mittwoch, ich wünsche noch einen angenehmen Tag.